Heute ist wieder was Besonderes durch das neue Gelände hier. Besonders ist der ganze Event hier, was hier gemacht wird. Das ganze Fest mit so vielen Leuten, ich finde es schon gigantisch, muss ich sagen. Und es ist eine tolle Stimmung, das Wetter passt. Also wenn Engelchen auf Reisen gehen, dann passt es einfach und es ist wunderbar. Also es ist extrem viel geboten. Ich finde es richtig cool, dass die ganze Familie Schleit da ist. Also nicht nur Familie Klaus Schleit, sondern Axel, Fritz. Das ist echt klasse. Und auch hier, wenn man sich das anschaut, da hat man ja so viele verschiedene Sachen von besonders sportlichem Zeug. Das Scooterfahren, die Go-Karts, das war jetzt gerade das Highlight. Also anstrengend, aber auch da war was geboten. Das ist echt super. Bin positiv überrascht. Spaß haben wir auch. Gerade eben leider ein Match verloren im menschlichen Durchkicker. Alles super. Eine tolle Anlage hier, wenn man da schaut, wie riesig das ist. Viele verschiedene Möglichkeiten hier, um Fahrsicherheit zu trainieren. Unser Fest, das haben sie schön organisiert, das ist natürlich toll. Viele verschiedene Spielmöglichkeiten für die Kinder, für die Angestellten, für die Mitarbeiter. Ich glaube, für jeden irgendwas dabei. Ja, 100 Jahre ein Unternehmen durch die schwierigen Zeiten, die verschiedenen Veränderungen, der Herr Schleit hat es ja gesagt, durchzubringen, das ist schon eine Leistung. Ja, 100 Jahre, also da haben viele vor uns schon einiges leisten müssen, dass es so weit überhaupt gekommen ist. Ja. Ist was sehr Besonderes. Ja. Also ich hätte wirklich nicht Traum daran gedacht, dass wir hier nach 2 Jahren stehen würden. Immer das Gleiche bei uns. Ja. Die Menschen, die bei uns sind, die bringen einfach auch das Glück mit und das schöne Wetter bringen sie auch mit, egal wo sie herkommen. Es zeigt einfach eine Kontinuität, die man hat in dem Unternehmen drin und dass die Mitarbeiter mitziehen. Wir haben ja vorher Menschen geehrt, die an die 50 Jahre bei Schleit sind. Das ist einfach unglaublich. Und darauf kann man nicht stolz sein. Aber ein gutes Betriebsklima, das ist ja sehr wichtig für uns. Um erfolgreich zu sein, braucht man Leute, die zufrieden sind. Immer wieder neue Herausforderungen. Also ich finde das Fest, auch die Organisation, finde ich total super. Auch was geboten wird für die Kinder. Also sowas habe ich überhaupt noch nie erlebt, glaubt man das? Wir sind Rentner von der ehemaligen Firma Früh und wir sind heute zum dritten Mal da. Voll des Lobes. Ich habe mich vor allem beim Chef versehentlich noch bedankt, im Namen von unserer Rentner. Man gönnt sich ja schon nichts. Und wir freuen uns, wir alle, wenn wir mit dürfen. Also das ist schon ein Erlebnis. Daheim. Oje, daheim ist unser Kind von der Fensterfresse. Und da geht es so gut. Und vorhin habe ich mich persönlich mit Herrn Schleit nochmal bedankt, dass wir so wir alle da dazugehören und eingeladen werden. Das ist doch ein Erlebnis. Muss man ganz hoch schätzen. Nicht selbstverständlich. Also man kann sagen, die Sonne scheint, ja, wenn Engel reisen. Alle Räder drehen sich, alles bewegt sich. Wir sehen schleudernde Autos, wir sehen gezielt schleudernde Autos, wir hören Fahrzeuge nicht, weil sie mit Elektroantrieb unterwegs sind, wir sehen Bodenflitzer mit Go-Karts, driftende Autos, Hot Rods, eine vollbesetzte Tribüne da oben, die haben auch alle ihren Spaß. Also was kann man sich eigentlich Schöneres für ein Familienfest wünschen? Ja, also heute, glaube ich, um 10.30 Uhr waren die ersten Kinder pitschepatsche nass von den ganzen Spritzpistolen. Die brauchen jetzt eh bis 18 Uhr, bis sie wieder trocken sind. Da fliegen die Basketbälle, auf die Torwand wird geschossen. Also, alles gut. Ja, einwandfrei. Wir sind halt dieses Mal bedeutend größer wie das letzte Mal. Ja, wir müssen ein bisschen schneller werden, aber ich glaube, ansonsten ist es nicht verkehrt. Offensichtlich, also ich glaube, so 2-3 Mal kommt, glaube ich, jeder. Also schlecht kann es, glaube ich, nicht sein.
Sonst müssten wir mal wieder Geschnetzeltes und Spätzle anbieten oder sowas. Wie gefällt es wieder das Schleitfest? Ja. Ganz toll ist es. Wie sieht es so aus? Hast du schon viel gesehen hier? Ja, wir sind also das erste Mal dabei. Gefällt uns ganz großartig. Ich finde es toll aufgezogen. Natürlich, das Wetter spielt auch eine Rolle. Aber ich glaube, es ist ein ganz gelungenes Fest. Ja, es waren sehr viele Mitarbeiter hier, die haben dann teilweise Jacken anprobiert, ließen sich dann auch fotografieren mit den Jacken. So, jetzt wissen wir genau, wie wir uns verhalten müssen. Ja? Das nächste Mal fahren wir selbst. Wie finden Sie das jetzt, dass Schleit jetzt auch so ein Zentrum eröffnet hat? Finde ich gut, gehört eigentlich zum Straßenbauunternehmen, passt dazu. Und finde ich absolut okay, weil der Verkehr, wir sind ja ständig auch unterwegs im Straßenverkehr. Bauleiter oder die ganze Poliere, die ganze Mannschaft, Lkw-Fahrer. Ja. Von dem her passt es einfach. Ich habe jetzt gerade mit den Mitarbeitern geredet, also wirklich, ja, top können wir es nur noch, indem wir es wiederholen. Mehr kann ich da gar nicht dazu sagen. Es ist mit den Leuten gewachsen, mit der Aufgabe gewachsen, mit den Ideen gewachsen. Und heute muss ich sagen, es ist wirklich, was man so hört von Außenliegenden, Umliegenden, von Besuchern, die herkommen, von wirklich eigentlich europaweit mittlerweile absolut top Geschichte. Ja. Was richtig klasse ist, das sage ich als Papa von drei Buben, einer ist dabei, dass es so richtig eine Veranstaltung ist, wo auch für Buben was geboten ist. Reifenwechsel, Driften, Kartfahrer, all die Dinge. Super, ganz klasse. Ich bin jetzt knapp 2 Jahre dabei. 100 Jahre Schleit ist ein bedeutender Anlass. Und ich denke, wenn man sieht, was heute hier an Resonanz da ist, wie viele Leute mit ihren Familien, Kind und Kegel kommen, das zeigt, wir sind eine tolle Firma, die zusammengehört, die sich auch nach 100 Jahren als Familie fühlt. Klasse. Sowas habe ich noch nicht erlebt und ich finde es einfach toll, auch ja, erstens, wie viele Leute da sind, wie es organisiert ist und auch Wetter ist toll, ja, Kollegen sind toll. Klar, wir sitzen eher mit den Leuten zusammen, die wir kennen, aber ja, ich finde es auch für den Austausch super. Super Event, super toll. Schon ein paar Gespräche geführt, ist sinnvoll und gut. So Events können wir jedes Jahr machen. Gesehen, gerade eine Runde gedriftet. Fahrerwechsel wollten sie uns leider nicht machen lassen. Ich verstehe gar nicht, warum. Ja, ich bin froh und dankbar, dass wir so kompetente Trainer haben. Also jeder Einzelne, der hier ist und Dinge erklärt zu den Fahrzeugen, ganz wunderbar. Alles 100% richtige Aussagen, stimmen so. Ich glaube, da nehmen unsere Besucher und ich und wir natürlich auch was mit. Alex, und ich finde es hier voll geil, weil man da Sachen machen kann, die man eigentlich nicht machen kann. Zum Beispiel da mit den Dingern fahren, so mit anderen. Ja, und das finde ich halt geil. Schön abonnieren.